Hallo? Hallo. Ja, wir sitzen jetzt hier gerade in der... Oh Gott, Lavendice. Ja. In der Bahn und fahren zu den Menschen. Und nicht nach... Hockenbüttel. Ja. Schade. Aber vielleicht können wir da nachher noch mal kurz dahin fahren. Sehr, sehr schade. Hoffe ich. Aber ich glaube, da gibt es auch nichts Tolles. Nee? Ja. Man weiß nie. Ich hoffe, wir sind gleich los und ich hoffe, wir finden das dann auch. So, da sind wir gleich. So, Gay-Menschen. Ja. Juhu. Da, Gay-Menschen. Glaube ich jetzt nicht drauf. Ja. Kannst du bitte nochmal springen? Das hat jetzt nicht so viel Kraft gekostet. Gay-Menschen. Jetzt rückwärts zum Salto. Ja. Habe ich schon vorher gemacht. Drehsprung. So, wir sind jetzt da und wir haben sogar einen Presseauswahl. Ja, natürlich. Yeah. Damit kommen wir dann überall cool rein. Und dafür gibt es dann auch noch Freigetränke und so, ne? Genau. Sehr, sehr gut schön gemacht, Laura. Super ja gemacht. Danke. Ja. So, und jetzt sind gucken wir da mal, was wir hier alles haben. Und dann gucken wir mal, was es hier so gibt. Taschen hier. Büsche. Oh, Essen. Das ist dann hier so die Eventbühne. Das klasse Ding, ne? Unter dem Schauer. Unter dem Schauer, ja. Dann springen wir durch. Ja. Kein so Mr. Red T-Shirt. Oh, ja. Hi. Ja, Latex. Sitzt sich sehr gut. Auch in Nice. Kannst du dich selber drin spielen? Ja. Ganz tolles Sofa. Ein riesen Sofa. Oh, ich kenne dich doch. Was? Ja? Was ist das? Das war eine Tante. Ach, das ist ja noch ein dicker gemacht als wir. Und das sind schwule Fahrräder, oder? Ja, genau. Ah, nee, eher lesbische. Das Modell Lesbe. Aber nee, das hat einen rosa Sessel, das ist eher schwul. Ja, okay, das stimmt eigentlich, ja, genau. Guck mal hier sogar mit dem Atomdings schon. Oh ja, das ist ja perfekt, da musst du ganz genau drauf. Ganz zeitgemäß, ja. Ah, okay. Up to date. Guck mal hier drüben. Da, der Lenker. Das ist toll. Ergonomisch geformt. Ja. Hier. Politik ist auch schon da. Liberal. Und hier kannst du Fotos machen. Umsonst. Von hinten quasi. Ach, das Datum ist auch da. Ja. Die Jobmesse, die Spur ist hier auch. Okay. Dankeschön. Ja. Aber ein Gewinnspiel für iPad 2. Wenn du das hast, musst du ein bisschen ausfüllen. Ja, danke. Okay, ja, danke. Gewinnspiel? Ich will auch ein iPad 2. Falls jemand einen Job sucht. Den gibt's ja auch. Was ist das für ein Schön. Ja, guck mal da. Die sind irgendwie so lang aneinander. So, mal schauen, was wir gewinnen. Mhm. Tada, die Spannung steigt. Das Rad wird langsamer. Die ist Glücksrad. Das dauert noch ein bisschen an mit der Spannung. Ja, ja. Oh, ihr habt zu doll gedreht. Viel Energie. Lange Hinauszüge. La la la. Tada. Und. Jetzt wird es spannend. Oh, dann wird es schon ganz schwindelig.
ein Fahrradschutz. Ja, Wahnsinn. Aus wie ein Cinemax. Ja. Kannst du einmal umsonst ein Cinemax. Also, cool. Okay, so, jetzt komme ich. Ja, jetzt kommt die Laura. Bitte nicht so fest diesmal. Ja, ich war ja so halb stark. Sehr lang. Du wolltest dich hier nicht anstellen. Muss ja irgendwo hin, ja? Und? Was? Super, da kannst du einmal bei unseren Verbosen teilnehmen. Okay. Und zwar kannst du entweder zu Lena, zu Evita oder zu Pellegrome. Oder zu Pellegrome. Ah ja, das kann man sich dann aussuchen, oder? Genau, das kannst du dir jetzt aussuchen. Ja. Und dann, wenn du gezogen bist, kriegst du natürlich die Karte zugeschickt für 2 Personen. Okay, wunderbar. Gut. Was hier gibt, zeig mal, was du da hast. Also hier ist eine Holzkugel. Wow, eine Holzkugel. Wahnsinn. Das ist eine echte Holzkugel. Das ist echtes Holz. Stellt euch das mal vor hier. Mein Gott. Geil. Und ich denke mal, das kann man dann austauschen. Das wird dann zum Schlüsselanhänger. Hier. Und was haben wir denn noch Schönes? Ich bin jetzt schon ganz aufgeregt. Hier haben wir noch Gummibärchen. Das ist das Beste. Hier wurde dann nichts gespart. Und das Werbung. Ah, nee, Gutschein für 5 Euro. Und zwar, wo ist das für Anfänger? Ach, Tanzkurs. Ah, cool. Ja, nehme ich natürlich teil. Dann haben wir noch einmal Gummibärchen. Und dann haben wir hier noch sowas. Oh ja, meine Stadt heißt Hamburg. Hamburg. Ja, genau. Laura, jetzt heißt deine Stadt auch Hamburg. Ja, genau. Das benutzt sich jetzt immer in Berlin. Ein bisschen Aufsehen. Aber nicht, dass du verprügelt wirst. Ja, das kann natürlich sein. Muss man mit rechnen. Und das für den frischen Abend. Oh ja. Sehr schön. Na? Laura und Tina informieren sich über Spanisch. Eine spanische Werbentabelle habe ich jetzt. Oh. Kannst du jetzt das perfekt Spanisch? Ja, ab jetzt kann ich perfekt Spanisch. Oh, ja. Warte mal, ich hab's doch falsch rum. Das sehen wir endlich, was Min und Jana die ganze Zeit reden. Ja, genau. Was hat Imperfecto? City Escape. Das Nestmagazin Hamburg. Vorne? Ist da? Ja, hier ist jetzt, da kann ich ein Ticket gewinnen für El Beach. 3 Tage. Das ist die Generation aus dem England. Hier sind noch die ganzen Männer. Was ist eigentlich bei der Elbe gemacht? Mal wieder mehr. Naja. Hallo! Gib mal in die Kamera. Hier, zeig doch noch mal kurz, was da so Interessantes gab. Irgendwie nicht bei YouTube zeigen. Oh, zum Beispiel. Du musst unscharf machen. So, jetzt unscharfe Sachen zeigen. Ja, Dildos dürfen auch nicht gesehen werden. Aha. Man sieht das richtig viel. Oh ja, Schweine. Komm, die Leute ist geschenkt. Warte, irgendwo haben wir noch welche. Haben wir irgendwo noch? Eine, zwei. Ich bin mal nicht gierig hier. Oh ja, mach noch mal, jetzt will ich filmen. Okay. Warte. Beide oder ein? Wie du willst, kannst loslegen. Du nie in Kontakt mit Penis. Mein erster Kontakt, oh mein Gott. Und, wie fühlt es sich an? Hart, aber zart. Oh. Also vielleicht auch noch mal überdenken, oder was? Nein. Aber erstmal dreimal oder einfach 7.
Schwulauf machen. Kann man auch Lesbauf machen? Weiß ich hätte nicht. Ich hätte gerne Lesbauf. Wir machen auch Lesbauf. Ja? Ja? Schön. Wir machen alles. Wollt ihr was trinken? Ja. Natürlich. Und Schnupfen. So. Wir. Entschuldigung, ich lusche gerade so ein Lolli. Wir warten jetzt seit 30 Minuten auf einen richtigen Event. Und kein. Ich weiß nichts kein auf dem Schwanz. Ja. Schwanz. Dann schon zwei in der Hand. Aber als nächstes kommt Backfisch. Young Queer oder sowas in der Art. Oh, das hört sich doch besser an. Young und Queer, ja. Also muss ich ja jetzt eigentlich raus, oder wie? Ja, weil du bist alt und queer. Ja. Alt und verwirrt. Ja. Nein, wie sagst du wieso? Oh. Oh. Jetzt geht's los. Porno-Remix. Barbara Streisand. So, dann sag doch mal. Feedback. Rauchen ist nicht gut. Ja, ich blende das mal aus. Ja, das ist. Bitte so Balken drüber. Alle hier. Was ist alle? Oh, was ist der schlechte Vorbilder? Das geht ja gar nicht. Wir trinken Wasser. Die Wähler. Yay, Regenbogenarmband. Heimdudler. Presse hier. Die Nosy Rosies. Heute. Yes. Haben extra die Nägel gemacht. Das sieht so scheiße aus. Du bist ja schwul. Sie ist schwul. Was ist schwul? Oh, das, ja. Was ist schwul? Tine. Ja, warum ist er besser als das jetzt hier? Nein, das passt ja nicht. Nein, das ist so schwul, Mann. Also, jetzt mal hier Butter bei die Fische. Oh, ich und diesen Spruch. Wir waren jetzt hier Butter auf der Convention. Wir haben alles gesehen, oder? Haben wir ja, alles gesehen? Wir gehen wir jetzt? Was heißt nein, Waren? Wir gehen wieder rein. Wir haben, ach so. Wir haben ja schon alles wieder. Ach so, ja. Oh, auf jeden Fall haben wir alles schon einmal gesehen. Also wir ist das jetzt die Konklusion? Waren hier auf der Convention. Sind? Okay, sind. Sind ist auch in Ordnung. Wir sind bei auf in der Gayvention und hier im Terminal Tango in Hamburg. Das Wetter ist wunderschön. Ja, das Wetter ist wunderschön. Die Menschen trotzdem zum Teil drin. Auch hier. Wieso? Natürlich. Ja, wir haben einiges hier gesehen. Sehr informativ, auch interessant. Und ja, Laura ist auch da. Unsere Chefin, Big Boss Laura. Oh Gott, ja. Wir haben L'Oreal jetzt nochmal London gesehen. Ja. Also ich nicht, aber ich würde sie gerne noch sehen. Ja, was ich habe sie auch nur von hinten oder von der Seite gesehen. Ja. Und ja, ein paar Dildos haben wir auch noch gesehen. Besonders Duni. Hast du auch gefühlt. Aber keinen richtigen Bildungsstand. Und ein Goldstern. Nee, das war sehr enttäuschend. Das haben wir wirklich vermisst, ja. Genau. Ja. Da keine Sexmesse. Sexmesse? Ja. Wahrscheinlich dachten sie, das macht keinen guten Eindruck, wenn die hier sowas haben. Vielleicht, ja. Und dann habe ich noch beim L-Beach-Wettbewerb mitgemacht. Also drück dir die Daumen! Die Chance. Toi, toi, toi! Toi, toi, toi! Was gibt's denn überhaupt zu gewinnen? Ja, ein L-Beach-Ticket. Drück dir die Daumen für ein L-Beach-Ticket. So, drück. Ja, no, vielleicht komme ich dann doch noch zu meinem Ticket. Habt ihr eins? Was? Du eins? L-Beach? Nee, ich habe Theateraufführung an den Tag. Premiere. An dem Wochenende. Ich hab eins, ich hab eins. Nein. Ja, was kann man denn richtig da aufnehmen? Dann kannst du mal ein bisschen erzählen. Ja, ich hab eh nichts zu sagen. Ja. Jen sagt eh nur mehr. Jetzt mal schnell alles, noch ein kleiner Schluck ist noch drin. Ja. So, muss man einfach hier auf On drücken. Es läuft. Ach, es läuft schon. Und du ach so, ja. Das Video musst du nicht durchgucken. Alles klar. Das ist auf dem Display. Wunderbar. Sag deinen Namen. Hallo, hier ist die Jen. Das wolltest du mir immer mal machen. Das wolltest du mir immer mal machen. Ja, Jen, wie hat es dir denn gefallen? Ja, also ich war ja zum ersten Mal da und also ich fand es eigentlich ganz okay. Ja? Ja, also ich fand es ja nicht, also ich habe eben gehört, es war sonst immer etwas bunter. Mhm. Aber, also wie gesagt, ich war vorher noch nicht da und fand es eigentlich gut. Also ich habe es mir so vorgestellt. Wie es ist, wie es war. Es gibt halt die ganzen Firmen,
Vereine, was auch immer, und die haben halt einen Stand und dann gibt es halt dann Essen und Trinken. Ja, genau. Neben der Information wir natürlich. Wir sind gut versorgt gewesen, ja. Und also ich fand's enorm. Guck mal, die geht schon, die hat uns da dein Prosecco ausgeteilt. Tschüss! Ja, also ich fand's gut. Ja. Also ne? Ich kann's empfehlen. Also, allgemeines Feedback war, ist ganz gut, oder? Schulnote würde ich eine 2- geben. Der Erotikstand hat gezählt. Ja, also wenn der Erotikstand dabei gewesen wäre. Wollen wir es zu Bumsen sehen? Ja, deswegen fahren wir ja noch nach Poppenbüttel, Mann. Ja, genau. Dann haben wir das dann ausgeglichen. Ja. Also wenn der Erotikstand dabei gewesen wäre, dann wäre es eine 1-. Ja, genau, ganz klar. Und wenn noch dann noch... Oh, jetzt kommt die... Wir werden abgeholt. Wir werden abgeholt, ja. Ja, bis jetzt also so. Schluss. Mit. Ja, bis dann. Tschüss. Gut. Sitzt alles? Nee, du bist nur unscharf. Jetzt bist du scharf. Gut. Ja, liebe Leutchen, das war's von der Gelderischen. Wir sind gerade auf dem Rückweg. Wir fahren jetzt zu Jen. Machen Party. Na, erstmal essen wir was, chillen und dann... Machen wir Party. Ja, und du kochst, ne? Ich koche. Du, was kochst du? Ich koche Pizza. Weil was Neues. Alles in einen Topf. Ja. Hey. Was Neues. Ja, zeig's uns, Baby. Also, Frauen haben Handcremes, aber nicht haben Handtrainer. Das war nicht ein Schlusswort ist. Nein. Das war ein Schlusswort. Ene, mene, weg. Wir sind jetzt weg.